Spätestens auf den 13. Februar hin, dem Jahrestag der Zerstörung Dresden, kommt es in dieser Stadt immer wieder zu Demonstrationen gegen rechts, zum Kampf gegen rechts. Und einer, der dabei immer eine wichtige Rolle spielt, ist heute mein Gesprächsgast, Christian Demuth, Politikwissenschaftler, lange Zeit tätig in der Parteizentrale der SPD und Initiator und Vorsitzender von Bürger Courage. Das klingt nach einer Mischung von Bürger Gauk und Mutter Courage. Aber was ist Bürger Courage eigentlich wirklich? Also wir haben uns gegründet damals 2005, nachdem die NPD in den Landtag eingezogen war und nachdem es die größte Nazi-Demo seit 45 in Deutschland gab, hier in Dresden, und wir den Eindruck hatten, als ob sich niemand wirklich dagegen engagiert, haben wir uns gegründet als eine Gruppe, die versucht hat, aus der Mitte heraus etwas gegen Nazis zu tun, und zwar in einem ganz bestimmten Sinne, dass man eben nicht so die klassischen, die schärfsten Waffen der Anti-Rechtsbewegung, das Flugblatt, die Demonstration und dann noch die Pressemitteilung, sondern dass man quasi über Kunst und Kultur versucht, an die Bürger ranzukommen, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Und das waren in Dresden eben sehr viele. In unserer Analyse war das immer so, dass wir zwar ein Problem mit Rechtsextremismus auch in Dresden haben, aber das Hauptproblem war, dass wir zu wenig Gegenengagement haben. Die Gegenmacht war zu schwach. Und deswegen haben wir uns gegründet und deswegen auch dieser Name Bürger Courage, dass aus der Bürgermitte hier heraus Leute sich engagieren. Und das haben wir, denke ich mal, in den letzten jetzt bald 8 Jahren, ist uns das auch gelungen, unseren Teil dazu beizutragen. Sie engagieren sich ja seit langem intensiv im Kampf gegen rechts. Wie viel Angst vor rechts müssen wir eigentlich haben? Wie viel Kampf ist denn da nötig und was für ein Kampf ist da nötig? Also wir sagen immer, es ist viel dramatischer als alle wissen und trotzdem darf man nicht in Hysterie verfallen. Also wir sind jetzt in Dresden, sage ich mal, in einer halb privilegierten Stellung, weil natürlich in einer Großstadt wir auch einen großen Rechtsextremismusprobleme haben. Das zeigen auch, es gab ja eine Umfrage vor 1-2 Jahren, zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Auch in Dresden gibt es erhebliche rechtsextreme, rassistische Einstellungen. Aber natürlich ist es auf dem flachen Land, Richtung Erzgebirge, Sächsische Schweiz und so, viel, viel schlimmer. Dort muss man wirklich Angst haben. Dort gibt es quasi, ich meine, es gab letztens den Fall in Hoyerswerda, wo quasi die Polizei Anti-Rechtsaktivisten auf den Weg gegeben haben, sie sollen doch lieber die Stadt verlassen, weil sie sie nicht mehr beschützen können. Dort muss man wirklich Angst haben. Dort gibt es quasi Leute, die einfach dort wirklich vertrieben werden. Drohanrufe, Steinwürfe, eingestochene Autoreifen etc. Da ist es wirklich krass. Und es ist, wie gesagt, letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten, der in einem Schwimmbad war, in Ostsachsen. Und er hat gemeint, wenn man dort wirklich alle rausgeworfen hätte, die kein rechtes Tattoo oder rechte Badesachen, ich meine, es gibt heutzutage Bikinis mit Thor Steiner drauf und so weiter, also eine Marke, die quasi im rechtsextremen Bereich sehr häufig getragen wird, dann hätte man wahrscheinlich das ganze Schwimmbad räumen müssen. Also das heißt, es ist viel gravierender, als wir uns immer vorstellen, auch wenn man sich mit Leuten unterhält, die zum Beispiel ein neues Mitglied bei uns bei Bürger Courage, der mit einer Senegalesin verheiratet, mit einer ehemaligen Senegalesin verheiratet ist, der auch logischerweise ein Kind hat mit einer schwarzen Hautfarbe. Es ist schrecklich, was der im Alltag erlebt, von Alltagsrassismus, was wir als weiße Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht mitbekommen. Das heißt, das Problem ist sehr viel dramatischer, als die meisten wissen, und trotzdem darf man nicht in Hysterie verfallen. Trotzdem sind die Wahlergebnisse ja relativ noch klein, auch wenn die NPD mal bei 10% war. Es ist natürlich auch nicht so, dass jeder Rassist ist in Dresden. Also das Problem ist einerseits sehr viel schlimmer, als wir sehen, andererseits darf man auch nicht übertreiben und muss schon auch die Kirche im Dorf lassen. Woran erkennt man eigentlich einen Rechten, den man bekämpfen muss? Tja, früher war das einfach, sag ich mal so, oder man dachte, dass es einfach ist, weil früher waren die Nazis relativ klar, also die richtigen Nazis, konnte man ganz klar erkennen, indem man quasi die Bomberjacke, die Springerstiefel und die Glatze, das ist heutzutage nicht mehr so, aus 2 Gründen. Das eine ist, dass es sich im rechtsextremen Milieu eine neue Kleiderordnung, es gibt so einen richtig großen Markt an Kleidung, an Marken, die aber heutzutage nicht mehr so einfach zu erkennen sind. Ja, woran erkenne ich aber dann einen Rechten, den ich bekämpfen muss? Also wie gesagt, es gibt einen militanten Rechtsextremismus, den man schon erkennen kann anhand von Marken, anhand von Kleidungsstücken, anhand von einem bestimmten Auftreten. Aber, und das ist ja auch, was man oft nicht weiß, man merkt es halt im Alltag. Es ist eben nicht so, dass nur irgendwelche Skinheads, irgendwelche Nazis
Rechtsextremisten sind, sondern das geht bis in die, also in die sogenannte Mitte der Gesellschaft, die Daten. Also ein Beispiel, das besagte Mitglied von Bürger Courage, der ein schwarzes Kind hat, die standen am Getränkeautomaten, dann kam ein alter Mann mit Rollator und der hat das Kind angefahren mit dem Rollator und hat gesagt, das soll sich doch verschwinden hier aus diesem Land und er soll ihn jetzt bitte zum Flaschenautomaten lassen, obwohl sie in der Schlange vor ihm standen. Das heißt, man kann diesen alten Mann mit Rollator natürlich nicht erkennen als Rechten, wenn ich ihn so auf der Straße sehe. Aber er hat durch seine Äußerungen, macht er schon sehr deutlich, dass er einfach ein Rassist ist. Und deswegen kann man das nicht erkennen, sondern man kann es natürlich schon erkennen, wenn man an den Handlungen, an den Äußerungen. Ansonsten sind es natürlich ganz normale Menschen, die man nicht einfach erkennen kann. Das ist ja klar. Und gibt es eigentlich auch Rechte, die man akzeptieren kann? Na gut, es kommt ja auf jeden auf politischen Standpunkt drauf an, wo man sagen kann, die Meinung ist mir jetzt sehr rechts und die muss ich quasi politisch bekämpfen. Das ist ja auch völlig legitim. Aber natürlich muss man schon aufpassen, dass nicht jede Meinung, die quasi im rechten Spektrum formuliert wird, dass man die nicht gleich als rechtsextrem bezeichnet. Das ist ja so, schon so ein Spiel, sobald man jemand was Rechtes sagt oder der andere was Linkes, dann ist er gleich ein Kommunist oder ein Linksextremer oder und der andere ist ein Nazi oder ein Rechtsextremer. Ich finde schon, dass da die Grenzen eingehalten werden müssen, wo quasi was legitim ist und wo was nicht. Es gibt da Grauzonen, wo ich auch der Meinung bin, wo man klar sagen muss, oh, das ist eine Grauzone, die die Nazis auch immer nutzen, um rechtsextreme Positionen in Gesellschaft reinzubringen, obwohl sie so nur so rechtskonservativ daherkommen. Da gibt es eine Grauzone, wo es oft schwierig ist, das zu bewerten. Aber letztlich ist es schon legitim, bestimmte Positionen einfach zu vertreten. Und es ist nicht, man ist nicht gleich ein Nazis, nur weil man mal Integration kritisiert. Also fehlgeleitete Integration, dann ist man nicht ein Nazi. Also da muss man schon aufpassen. Aber ein aktuelles Beispiel gibt es ja mit der Band Freiwild, die quasi sehr nationalistische Heimatklänge singt und die jetzt ja zum Echo nominiert waren. Das war jetzt ein kleiner Skandal, dass sie zurückrudern mussten und quasi ausgeschlossen wurden aus der Nominierung. Und das ist natürlich schon eine Grauzone. Ich meine, es ist belegt, dass deren Mitglieder, der Bandmitglieder FPÖ-nah sind. Und wenn man sich in der österreichischen Politik auskennt, dann vertritt die FPÖ teilweise ganz klar auch rechtsextreme Positionen. Sie hat ganz klar Kontakte zu rechtsextremen Milieu. Und deswegen muss man da aufpassen und dann ist die Kritik auch berechtigt. Ja, an welchen Positionen oder Argumentationen erkennen Sie, dass jemand sozusagen rechts ist? Und nicht rechtsextrem ist. Ja. Der Unterschied ist einfach, rechte Positionen unterscheiden sich von rechts, also rechte Positionen von rechtsextremen Positionen, dass sie nicht die Würde des Menschen in Frage stellen. Das ist quasi ein Grund. Also Rechtsextreme stellen grundsätzlich die Würde des Menschen in Frage. Das heißt, sie erklären einen gewissen Lebensstil oder eine Hautfarbe, eine Nationalität für nicht lebenswert oder nicht für gleichwertig zu anderen. Das heißt, letztlich, wenn die Grundrechte eingehalten werden, also die wir in unserem wunderbaren Grundgesetz quasi formuliert haben, wenn die nicht in Frage gestellt werden, dann ist es eine ganz normale rechte Position, die legitim ist. Woran erkenne ich eine ganz normale, rechte, legitime Position im Vergleich zu einer Position, sagen wir, der Mitte oder einer linken, normalen Position? Ja gut, natürlich sind so Positionen immer auch Definitionssache, je nachdem, wie die Gesellschaft aufgestellt ist, was dann Mitte, links und rechts ist. Woran erkennen Sie einen ganz normalen Rechten? Indem er auf einer demokratischen Grundlage und auf dem Grundgesetz argumentiert und ich dann natürlich mit ihm streiten werde oder vielleicht streiten werde, wenn er sich meinen politischen Positionen unterscheidet. Aber er unterscheidet sich eben, dass er nicht die Würde des Menschen in Frage stellt. Das ist das Grundprinzip. Wenn er quasi nicht sagt, wenn er zum Beispiel nicht menschenverachtend quasi argumentiert, sondern zum Beispiel sagt, einfach Kritik äußert an bestimmten gesellschaftlichen Zuständen, das ist dann auch legitim. Aber an welchen Punkten würde man einen Linken von einem Rechten auseinanderhalten können? Das ist natürlich eine große Frage jetzt, wo viele sagen, was ist rechts und was ist links heutzutage? Was sagen Sie? Ich glaube schon, dass es eine rechte Argumentation eher geht in die Richtung, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist quasi seines, dass es schon eine Hierarchien in Gesellschaften gibt, die natürlich sind. Also
Arm und Reich zum Beispiel, dass wenn jemand reich ist quasi, dass das natürlich ist, der hat es sich verdient, während der arm ist, quasi halt nicht aus seiner Position herauskommt, weil er faul ist oder so weiter, dass das eher eine rechte Position ist und dass eher eine linke Position ist, dass man sagt, die gesellschaftlichen Umstände sind schuld daran, dass jemand in arm ist oder reich ist und dass der Reiche eben nicht legitimer reich ist, nur weil er halt zufällig in einer reichen Familie reingeboren ist, deswegen gutes Erbe hat, deswegen gute Bedingungen für Bildung hat. Das würde wahrscheinlich eher der Linke sagen. Es ist wahrscheinlich auch eher Verteilungsgerechtigkeit und, sage ich mal, Leistungsgerechtigkeit. Auch das ist wahrscheinlich unterscheidet, linke und rechte Position, wo die einen sagen, es ist quasi... Die Verteilung von Geld und von Vermögen in der Gesellschaft muss quasi geregelt werden von Staats wegen. Und die rechte Position ist wahrscheinlich eher damit die Leistung zu betonen zum Beispiel. Also sowas würde rechte und linke Position unterscheiden. In Deutschland ist es kaum anstößig, ja nach gerade schick, ein Linker oder wenigstens ein wenig links zu sein. Es gibt aber kaum etwas Uncooleres, als rechts zu sein. Und wenn jemand als Rechter etikettiert ist, gibt es schnell Konsens, es gelte, ihn auszugrenzen. Warum ist das so? Es ist natürlich so, dass die Rechte in Deutschland eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, sage ich mal. Also da muss man nicht nur den Nationalsozialismus nennen, sondern natürlich die Rechte in früher völlig dominiert hat. Also das darf man immer nicht vergessen. Also gesellschaftlich, also es gab zwar auch die Gegenbewegung der Arbeiterbewegung, einer linken Arbeiterbewegung vor 45, die quasi da sehr klar war, aber letztlich der Mainstream, die kulturelle Hegemonie, war natürlich rechts in Deutschland. Und es war natürlich nach 45 auch eine Gegenbewegung, die auch sehr langsam erst kam, das darf man nicht denken. Die Adenauerzeit in Westdeutschland war höchst konservativ und rechts. Und teilweise denke ich mir, dass auch in der DDR die Gesellschaft sehr viel rechter und piefiger und konservativer war, als man sich immer vorstellt. Aber das ist natürlich schon eine Gegenbewegung gewesen, die letztlich im Westen auch durch diese 68er-Bewegung auch dazu geführt hat, zu Recht bestimmte Strukturen zu brechen. Ich meine, man darf nicht vergessen, bis 69 war in Deutschland der Kupplerparagraf gegolten, wo quasi unverheiratete Paare nicht zusammen übernachten durften. Man konnte, wenn man Hotelbesitzer war und ein Pärchen unverheiratet übernachten hat lassen, konnte man ins Gefängnis kommen. Das ist quasi auch, wo die Rechte gesellschaftlichen Fortschritt letztlich auch aufgehalten hat, die sie auch desolviert hat. Auch quasi, dass die Rechte bis in die 70er Jahre hinein, zum Beispiel im Widerstand gegen Willy Brandt, den sie diffamiert haben, wo es ging, also quasi auch eine unrühmliche Rolle gespielt haben im Bezug auf die Aufarbeitung von Nationalsozialismus. Ich meine, man muss nur bestimmt an Globke denken, der die Nürnberger Rassegesetze mit verfasst hat, der im Kanzleramt saß und so weiter. Und das hat quasi die Rechte auch desolviert, zu Recht meiner Meinung nach. Gibt es eigentlich Mittel im Kampf gegen Rechts, die sich nicht gehören? Also es ist so, dass wir als Bürger Courage, klar, wir sind gegen Gewalt. Das ist das eine. Also da gibt es einfach man muss sich wehren können gegen Rechtsextreme. Es ist quasi so, dass die natürlich eine hochaggressive Grundstimmung, also es gibt ja das Konzept der national befreienden Zonen bei den Nazis, die eben sagen, man hat eine bestimmte Region, einen bestimmten Ort, der quasi einfach frei von Zecken und von Linken und von Ausländern gemacht werden soll. Das ist ein hochaggressives Konzept. Und es gibt natürlich eine gewisse Jugendkultur, wo es eine gewisse Gegengewalt sich quasi bildet. Da ist es schwierig, oft das zu sagen, weil früher haben sich vielleicht die Jugendlichen auf dem Dorf die Schädel mit dem Bierkrug eingehauen und heute ist es vielleicht eine Rechts-, ist auch, glaube ich, eine Jugendkultursache, die heute passiert. Und außer, dass man keine Gewalt anwendet, gibt es sonst noch Dinge, die man im Kampf gegen Rechts unterlassen sollte? Nein, man muss darf halt trotzdem die Menschenwürde mit, also man darf sich nicht auf die Ebene der Rechten begeben und die Menschenwürde des Einzelnen in Frage stellen. Also das ist für mich auch immer wichtig. Ich kenne auch ein, zwei Leute, die sich jetzt zum Beispiel in Dresden knallhart gegen Nazis engagieren, gegen Faschisten und die früher selber Nazis waren. Die mit quasi 18, 19 Nazis waren und richtig auf hoher Stufe damals, die aber dann gemerkt haben, wie falsch diese Positionen sind, wie menschenverachtend das ist und quasi sich wirklich auch geändert haben. Und man darf nie den Menschen vergessen. Nazis sind auch Menschen, auch wenn sie quasi menschenverachtend sind. Aber das darf man nie vergessen und man darf sich nicht auf die Ebene der Nazis begeben und deren Menschenwürde in Frage stellen. Das ist meiner Meinung nach ganz zentral. Da fällt einem am Schluss noch ein Satz aus der Bibel ein.
dass im Himmel mehr Freude ist über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. So ist es wahrscheinlich auch mit Leuten, die vom Rechtsextremismus wieder sozusagen zu vernünftigen Bürgern unserer Gemeinschaft, unseres Staates werden. Für die Werbung, diesen Weg hin zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzuschlagen und an ihr festzuhalten, dafür tun Sie vieles und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute dabei.